Und zwar können Sie einen von 20 Grünwald-Freitags-Comedy-Adventskalender gewinnen. Und da sind hinter jedem Türchen verbergen sich lustige Sprüche. Und das ist, glaube ich, schon, ja, das ist, wenn man das gewinnt, da hat man es im Prinzip, weiß man, dass man es geschafft hat. Gut, so, jetzt gehen wir zu einer Kinnlade wieder hochklappen. Die Adresse, an die Sie die Lösung schicken können, blenden wir jetzt unten ein. Oder schauen Sie einfach auf der Teletext-Seite 414 nach. Und jetzt, meine Damen und Herren, präsentiere ich meinen hochgeschätzten Kollegen, mit dem ich schon viel zusammenarbeiten durfte. Meine Damen und Herren, Andreas Giebel. Dankeschön. Wissen Sie, das ist ja alles ganz schön und nett, aber geht's uns nicht alle irgendwie so? Wir reißen uns tagtäglich, das kann man jetzt fast einmal wirklich sagen, wir reißen uns tagtäglich den Arsch auf. Und fragen uns mal, für wen, für was, warum, für die Welt, für die Steuer, für die anderen. Alles rauscht an einem vorbei, das Leben rinnt einem wie Sand durch die Finger und die wichtigen Dinge gehen verloren. Immer mehr Straßen, immer weniger Ziele. Und irgendwann stehst du vom Herrgott und er sagt zu dir, sag einmal, ist mehr so ein bayerischer Herrgott. Sag einmal, was hast du eigentlich gemacht? Und da, denke ich mir, fragt er vielleicht sogar noch am 17.10. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, wahrscheinlich weiß ich das gar nicht mehr. Wahrscheinlich weiß ich gar nicht mehr, was ich am 17.10. gemacht habe. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt schreibst du Tagebuch. Und zwar da hinein, in meinen Terminkalender, Vergangenheit plus Zukunft, um mit der Gegenwart zurechtzukommen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir das gedacht habe. Dann nimmst du einen Stuhl, stellst ihn hin, setzt dich hin, schlägst auf und schreibst. Aber was? Was schreibst du da rein? Und wie? Da habe ich mir gedacht, wie wichtig es eigentlich ist, dass der Stuhl niedriger sein muss wie der Tisch. Aber auch, dass der Tisch nicht so hoch ist. Sonst verlierst du den Überblick. Das Buch muss unter dir sein. Da wird so manchem Schriftsteller oft Unrecht getan, wenn es heißt, schreib halt mal. Bloß weil er nicht mehr weiß, was er schreiben soll. Dann müsste ich wahrscheinlich noch Tee trinken. Schriftsteller trinken immer Tee. Günter Grass hat eimerweise Tee getrunken beim Enthäuten der Zwiebel. Jetzt mag ich keinen Tee. Günter Grass schreibt ja solche Schinken. Ne? Das brauche ich gar nicht. Ne? Ich schreibe eigentlich mehr so kleine Geschichten. Ich finde, da reicht der Schnapsalarm. Und schauen Sie, bei mir daheim ist es so, da ist hier die Wand und da ist da der Tisch und da der Stuhl. Und wenn ich so am Nachdenken bin und grübeln und schaue so auf und hab die Wand so vor mir, ich weiß nicht, wie es einer geht, da fällt mir nichts ein. Ich brauche irgendwas Lebendiges um mich herum. Menschen. Und darum setze ich mich zum Tagebuchschreiben immer in ein schönes Café. Da ist auch immer die hübsche Bedienung. Sehr nett, aber auch sehr hübsch. Ich weiß offiziell ihren Namen gar nicht. Tatjana. Ich habe mal die Ohren gespitzt. Und dann sitze ich so in meinem Café und schaue dem Fräulein Tatjana so beim Arbeiten zu. Vergesse ich manchmal direkt mein Tagebuch. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich das Fräulein Tatjana vielleicht einmal auf ein Glas Wein einlade. Aber nicht im Café, sondern tagsüber. In einem schönen Lokal. Aber Sie glauben gar nicht, wie schwierig es ist, ein schönes Lokal zu finden. Wissen Sie, ich mag gern Lokale, die so gleichmäßig ausgeleuchtet sind. Wo man sich gut erkennen kann. So angenehmes Neonlicht. Aber es gibt irgendwie keine Frau, die diese Leidenschaft mit mir teilt. Die Frauen wollen es immer schummrig. Schummrig. Da weiß ich schon beim Reingehen, dass ich ungünstig wirke. Und an jedem Tisch dieses grelle Kerzenlicht. Da kannst du hinschauen, wo du willst. Überall dieses grelle Kerzenlicht, das so dämonische Schatten wirft. Ich wäre gern romantisch, aber wenn man im Café sitzt am Tisch und das Kerzenlicht sticht dir in die Augen. Das ist natürlich auch berufsbedingt. Wissen Sie, wenn man oft auf der Bühne steht, das kann mir der Günter Grünwald sicher bestätigen. Du stehst da und die Scheinwerfer gehen an und blenden dich. Dann spielst du automatisch, da kannst du nichts dagegen machen. Das ist da hinten im Kleinhirn fest verankert. Die Scheinwerfer gehen an und ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich begrüßen, da kannst du nichts dagegen machen. Wenn du dann mit einer Dame am Tisch sitzt, dann bringe ich vielleicht noch den Satz raus, so wie,
Das ist aber sehr, sehr nett, dass Sie sich für mich heute Abend Zeit genommen haben. Und sie zündet die Kerze an. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich begrüßen in diesem schummrigen Restaurant. Mir ist es nur ein einziges Mal gelungen, dass ich geistesgegenwärtig war. Sie zündet die Kerze an und ich, ja, und. Schauen Sie, und all diese Erlebnisse möchte man doch am Ende seines Lebens in seinem Tagebuch wiederfinden. Dankeschön. Andreas, das war nur mal aus deinem aktuellen Programm, nehme ich mal an. Oder? Ein Teil aus diesem Programm, ja, aha, genau. Ja, da ist aber so eine ganze Geschichte oder sowas. Eben, so eine ganze Geschichte, ja. Gell? Und dann schälen wir da einen netten kleinen Teil raus für einen Abend wie heute. Genau, ja, das ist doch zauberhaft. Ja. Und, aber seit einiger Zeit fährst du schon zweigleisig, du magst ja sehr viele Filme und solche Sachen. Und da hast du jetzt in einer wirklich urbayerischen Geschichte eigentlich mitgespielt, beim Räuber Kneißl. Räuber Kneißl, ja, war eine nette, kleine Rolle. Also, das ist der Pfarrer halt beim Räuber Kneißl. So ein bisschen Opportunist, weiß man nicht, wie, für wen und gegen wen. Er ist im Zweifelsfall doch sein Vorteil. Und es war halt die Zeit, Jahrhundertwende. Und ich persönlich habe ihn sehr schön gefunden, den Film, muss ich sagen. Obwohl man das ja immer bei solchen Gelegenheiten sagt. Ja, und, aber in dem Fall muss ich schon sagen, es ist ein richtig schöner Abenteuerfilm, Kinofilm, schöne Bilder und gut gemacht. Und der ein oder andere Schauspieler auch sehr gut. Aha, wunderbar, ja. Ja klar, das ist, da hast du recht. Ich sag, man hockt sich normalerweise nicht her und sagt, du, ich habe wieder in dem Film gespielt, leck mir am Arsch, was ist ein Scheißdreck. Ja, also, das ist genau, das habe ich gemeint. Ja. Ja. Und, irgendwann muss man es auch mal machen, das gehört sich auch mal so. Ja. Einmal in seinem Leben sollte man es machen, ja. Und du spielst jetzt dann ja gleich auch noch bei einer kleinen Geschichte mit uns mit. Ja, genau. Am Schluss der Sendung haben wir immer so. Und das, was ich jetzt erlebt habe, muss ich jetzt gleich wieder da reinschreiben, das habe ich wieder vergessen. Gell? Also, bis gleich. Andreas, bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Auch im Vorzeigeland Europas, in der Bundesrepublik Deutschland, ist die Kriminalität auf dem Vormarsch. Und sagen wir ehrlich, wer macht die Drecksarbeit? Wer muss sich dem Verbrechen mutig entgegenstellen? Wer gebietet dem kriminellen Treiben auf unseren Straßen Einhalt? Die Politiker? Dass ich nicht lache. Den Kopf muss natürlich unsere Polizei hinhalten. Und es stünde schlecht um uns, gäbe es nicht in Bochum Toto und Harry und in München Toto und Lotto. So, was ist da los? Wer hat uns da angerufen? Ich hab angerufen. Das ist ja der Wahnsinn da drin. Ich sag Ihnen, der bringt doch seine ganze Familie um. Der Mann ist ein Tier. Alles klar, dann treten Sie bitte jetzt alle zur Seite. Du nicht, Lotto. Ach so. Also, das Gesetz nimmt die Sache jetzt in die Hand. Vorsicht. Was wollt ihr aussteigen? Polizei, wir möchten gern reinkommen. Und ich mich gern das Bier renkt. Scheinbar kriegt man nicht immer alles, was man möchte. Und jetzt hört's ab, aber plötzlich. Also dem zeig ich's jetzt. Genau. Hab ich ein Déjà-vu oder was? Sie lassen uns jetzt sofort rein, oder Sie kommen mit auf die Wache, habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Jetzt hört's einmal zu, ihr zwei Kasperlköpfe. Ich bin gerade dabei, da drin meine Frau abzuschlachten. Weil die Schlampen was mit meinem besten Freund gehabt hat. Und ich bin damit in circa 20 Sekunden fertig. Und wenn ihr zwei und das restliche Geschwerl dann immer noch da umeinander steht, dann seid ihr die Nächsten, dann reiße ich euch einen blöden Schädel runter und hause Müllschlucker. Und der Rest von euch kommt in Gartenhäcksler, hab ich mich jetzt klar und deutlich ausgedrückt.